willkommen. Ich bin froh, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid, denn wir sind heute bei einer echt lustigen Dame. Also sie hat uns mal als erstes gestanden, sie hat eine totale Schwäche für Süßigkeiten, sieht man übrigens nicht. Sie ist so ein bisschen, ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel, sie ist ein ganz klein bisschen verrückt. Ich formuliere es einfach mal anders, sie ist total unkonventionell und das macht es auch so spannend hier mit ihr. Wir sind zu Gast bei Lena Waldmann. Lena, vielen Dank, dass wir hier heute bei dir sein dürfen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind, wie man sieht, natürlich nicht im Café Bonhomme, aber wir sind auf dem Gestüt Bonhomme. Es ist wahnsinnig schön. Lena, deswegen erklär uns mal so ein ganz klein bisschen hier, ich darf fast sagen, dein Paradies, auf dem du jetzt, wie lange bist du hier? 2,5 Jahre? Genau, 2,5 Jahre. 2,5 Jahre zu Hause bist. Ja. Erzähl uns, wo sind wir? Wir stehen natürlich schon an einem sehr schönen Ort, sage ich mal. Also es ist überall schön, aber hier schon ganz besonders, weil gleich hinter uns sind unsere Hengstpaddocks, also unsere Grashengstpaddocks. Wir haben Gras- und Sandhengstpaddocks, weil das ja schon ein bisschen von der Zaunhöhe und so schon ein bisschen auch angepasst sein muss auf die Hengste. Da kommen sowohl vormittags als auch nachmittags eben die Deckhengste von der EU-Station drauf. Und hier vor uns ist das Hotel, was allerdings im Moment geschlossen ist und nur bei Veranstaltungen, also wie zum Beispiel bei unserem Sommerturnier, ist es geöffnet. Und hast du da selber schon mal übernachtet? Ich habe tatsächlich selber mal nach einer ausgelassenen Nacht habe ich da, nein, ganz alleine, da habe ich dort übernachtet. Und das ist schon auch, ist schon schön. Also. Aber wo du ein bisschen drüber weggegangen bist, ich finde diese Allee. Die ist der Oberhammer. Da hinten ist aber zu. Das heißt, das ist nicht dein täglicher Weg, um in den Stall zu kommen. Nee, nicht mein täglicher Weg, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen nur für die Tage des Turniers haben wir es hinten offen. Und da sind ja auf der linken Seite die Stallzelte geradeaus für die Tagesteilnehmer. Und die kommen dann aber alle hier über diese Allee eben runtergeritten. Das allein ist natürlich schon wahrscheinlich ein Gefühl, ne? Diese Allee, ja. Hat was. Hat definitiv was. Und der am Hotel angrenzend haben wir, glaube ich, direkt den Stallbereich. Genau, dann haben wir hier auf dieser Seite, auf der rechten Seite, ist die Reitpferdegasse. Wir haben ja nicht nur die Hengste, sondern eben auch Reitpferde. Und dann an die Reitpferdegasse angrenzend ist eben einmal ein Durchgang und dann die große Reithalle. Wenn Turnier ist, ist ja hier alles voll mit Ständen und da flanieren die Zuschauermassen lang. Aber diese Asphaltfläche ist ja auch Gold wert, könnte ich mir vorstellen, auch für Pferde, ne? Oder? Ja, das ist natürlich schon super, wenn man einen hat, der eben Schritt gehen muss oder eben auch für die Aufwärmphase nutzen wir das schon viel. Also die Pferde, die entweder Schritt geführt werden, weil sie nicht in die Führmaschine gehen, oder eben, wenn ich vorm oder nach dem Reiten Schritt reite, gehe ich eigentlich immer hier raus. Und dann kann man wirklich, komme ich hier raus oder eben aus der großen Halle und dann kann man ums ganze Gestüt einmal auf Asphalt Schritt gehen. Sehr schön. Wollen wir mal in den Stall gucken? Unbedingt. So, Lena, jetzt sind wir ganz offensichtlich ja im Stall hier bei euch angekommen. Sag einmal eben schnell, wie viele Pferde habt ihr überhaupt hier stehen? Insgesamt so 80 und unterm Sattel 50. Also hier oben im Stall 50. Das ist ja mal eine ganze Menge. Und zu den 80 gehört dann noch eigene Aufzucht und ein paar Rentner habt ihr auch noch hier stehen? Genau, also beziehungsweise die Aufzucht, also die Jährlinge und 2- und 3-jährig, also bis wir sie holen und anreiten. Sind tatsächlich bei unserem Aufzuchtsbetrieb, nicht hier, aber die Stuten fohlen hier ab. Und genau, wie du gesagt hast, die Rentner haben ihr eigenes Paradies tatsächlich. Das heißt Rentnerparadies. Genau, die sind auch da. Sehr schön hoch, das heißt, ihr habt gute Luft, nehme ich mal an. Deine Pferde stehen auch hier in diesem Komplex, ne? Und dann habt ihr diese schönen Fertigmachstationen. Das ist natürlich mega praktisch. Sehr breit. Wie breit sind die? Kann ich gar nicht so ganz genau sagen, aber wir gucken natürlich schon mit den Hengsten, dass wir genug Platz haben, auch mal einen Schritt zur Seite. Also natürlich sind hier auch die jungen Hengste und stehen hier, dass wir genug Platz haben, auch mal einen Schritt zur Seite zu tun. Und eben auch, sage ich mal, dass die schon so voneinander separiert sind. Also die sind natürlich alle in der Saison am Decken.
Und dann schauen wir schon, dass die jetzt gerade mit den Wänden, dass sie separiert voneinander, wenn sich mal zwei nicht so gut leiden können, versuchen wir auch, sie nicht nebeneinander zu stellen, aber dass sie sich jetzt nicht, also es ist so zu einfach, dass sie jetzt sich nicht unmittelbar, wenn sich zwei nicht riechen können, irgendwie unmittelbar in Streit geraten. Du, und jetzt sehe ich gerade was. Das hat, glaube ich, eine Bedeutung. Das muss ein ganz spezieller sein. Er hat nämlich einen Anhänger. Was ich ein bisschen gemein finde, den Anhänger in Pink zu machen bei einem Hengst. Also ist ja ein Kerl, ne? Aber ein Anhänger, das heißt, er hat sich hier schon sehr hoch gedient. Sag uns einmal ganz kurz, wer ist es? Morricone. Und das ist, also sein, ich habe für jedes meiner Pferde eigentlich so einen Soulhouse-Anhänger. Ich werde dafür immer von meinem Chef ausgelacht, aber es hat mich nicht daran gehindert, trotzdem weiterhin jedes Halfter damit auszuhören. Ah, ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, Anhänger kriegen nur die sich schon nach oben gearbeitet haben, die Besonderen. Nee, tatsächlich habe ich da auch, also ich habe wirklich irgendwie ein tolles Team so um mich. Und wenn jetzt eins der Pferde so besondere, also mit einem besonderen Erfolg vom Turnier kommt, dann haben sie sich angewöhnt, dass sie halt noch einen zweiten Anhänger mit dem Namen und hinten gestützt Bonhomme. Also ein Anhänger ist noch gar nichts Besonderes. Doch, ist auch was. Und jetzt möchte ich mal wissen, wieso hat er denn noch keine zwei? Er hat ja wohl eigentlich zwei verdient. Ja, er hat tatsächlich schon zwei verdient. Ich weiß es auch nicht. Er ist bis jetzt noch leer ausgegangen. Also ich würde in Streik treten. Das geht ja gar nicht. Er wird ja hier mega bestochen. Ja, machst du das immer so? Dann ist ja ein Wunder, dass der so schön athletisch ist. Naja, also das ist bei Morricone, muss man wissen, also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Pferd. Und er weiß, dass er der absolut Schönste im Stall ist. Und, und Leckerle werden nach Schönheit verteilt. Nee, nicht nach Schönheit, aber man muss ihn schon ab und zu auch bestechen, damit er also sich herablässt, überhaupt sich mit einem abzugeben. Ungefähr so würde ich es, glaube ich, ausdrücken. Sag uns einmal ganz kurz, deine Highlights oder seine Highlights. Was ist so das Tollste an ihm? Was hat dir dieses Jahr zur tollste Erfolge gehabt? Also das mit Sicherheit schon ein Hengst, wo man nicht nur von den sportlichen Erfolgen irgendwie sprechen kann. Also weil der Pferd ist 7 und hat jetzt der hat ja seinen ersten Chörjahrgang im letzten Jahr gehabt und hat da richtig in Oldenburg hat er da war zweitbester Hengst eingeschlagen. Also, genau, richtig, hat richtig, ne? Eingeschlagen und das, glaube ich, darf man nicht unerwähnt lassen. Einfach also seine Nachkommen, das ist halt, haben schon richtig für Furore gesorgt. Und dann kam noch das Sportliche dazu. Ich wollte gerade sagen, aber sportlich wollen wir auch nicht vergessen. Nein, ich habe im Prinzip letztes Jahr ihn das erste Mal geritten und da hat er gleich alles gewonnen, was er gegangen ist. Also ich habe zweimal Ende des Jahres MA geritten und das hat er gleich mit über 70% gewonnen. Und dann dieses Jahr auch ganz wenig nur geritten, weil in der Saison ist natürlich immer mit Decken und Sport muss man immer gucken, dass man auch nicht zu viel Kraft natürlich aus den Hengsten irgendwie so rausnimmt. Und dann habe ich ihn zweimal im Burgpokal geritten, hier einmal bei uns, da war er schon super platziert. Und dann in Pferden, glaube ich, das war schon auch ein richtig besonderer Moment, da wurde er Zweiter mit 75%. Und, ist ja eigentlich also blöd. Eigentlich mit 75 wird man nicht Zweiter. Nein, und das ist genau, im Burgpokal ist natürlich eigentlich lieber tot als Zweiter. Und trotzdem mit der Runde, also ich hätte nicht glücklicher sein können. Also das wie gesagt, er hat das so wahnsinnig souverän gemacht und mit den wenigen, also ich glaube, es gibt wenig Hengste in Deutschland, die so wenig Turnier gehen und dann aber so überzeugend im Prinzip ihre Sache. Und du hast schon recht, er ist schon wirklich sehr schön, ne? Gebe ich dir recht. Ja, wir gehen ein Häuschen weiter, hätte ich jetzt fast gesagt. Ey, wenn er nicht zwei Anhänger hat, dann werde ich aber langsam ein bisschen skeptisch. Wir gucken einmal nach. Der muss das falsche Halfter anhaben. Er muss das falsche Halfter anhaben. Nein, Kim, jetzt gucken wir mal, musst du ganz genau mal einmal gucken. Ja, hallo? Nein, aber guck mal, was er für einen Anhänger hat. Jetzt lies mal den Anhänger. Das geht nicht, ich habe keine Brille auf. Bester. Bester. Also ich meine, wenn man Bester ist, dann braucht man keine zwei Anhänger. Okay, und vor allen Dingen hat er nicht pink gehabt. Also das finde ich glaube, blau tatsächlich, finde ich okay. Er ist schon, also es ist Grey Flanell und der ist ja schon richtig, ein richtiger Hengst, sage ich mal. Und ich glaube, er würde sich in seiner Ehre absolut gekränkt fühlen, wenn man mit Rosa um die Ecke kommen würde. Insofern, ja, verstehe ich. Ich habe da wirklich, habe ich echt Verständnis dafür. Ne? Grey Flanell, was macht ihn so besonders für dich? Ich glaube, das ist halt für die Zukunft ein richtig, richtig, richtig Megatalent. Also das ist wirklich, ich habe selten ein Pferd gehabt. Also er hat ganz viel Geist, aber im positiven Sinne. Also und das war mit Sicherheit
ein spezieller Weg so mit das uns beiden. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Es war ja nicht, ja, nein, wir nein. halten mal eben los. Ne? Nein, nein, es ist war ein ganz spezieller Weg und wir haben wirklich auch eine ganze Zeit, also ich habe immer über die Leute, also es sagen ja viele Reiter, sage ich mal, die mit Hengsten zusammenarbeiten und auch gerade mit Hengsten die Decken, es braucht immer deutlich mehr Zeit und man muss sie auf ihre Seite und so weiter und so abgedroschen es klingt, aber es ist gerade mit ihm war es genauso und ich liebe dieses Pferd über alles. Also das ist, ich glaube, wenn wir das mal so ins Viereck bringen können irgendwann, wie ich glaube, es ja von seiner Qualität her geht, dann haben wir, glaube ich, ganz viel Spaß die nächsten Jahre. Also du strahlst jetzt schon so, ich glaube, ihr habt jetzt schon so ein bisschen Spaß, ne? Ja, das sowieso, also das ist ja genau das. Also ich glaube, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bis wir das souverän in die Prüfung bringen. Mhm. Und die Zeit möchte ich dem Pferd unbedingt geben. Mhm. Aber das, was wir hier zu Hause, also das, ich bin selten so, also mich beeindruckt, dass, also ich liebe meinen Job wirklich durch und durch, aber ich war selten so überwältigt von der Qualität eines Pferdes. Also, und das ist schon, ja, was er für ein Talent für Piaffe und Passage und alles hat, auch den, für den es, glaube ich, wird irgendwie mal ein Grand Prix ohne Gerte ein Spaziergang sein. Vom Bester eben. Bester eben, genau. So, Bester, tschüss, wir lassen dich alleine. Ja, es ist alles da, würde ich sagen. Ne? Da habt ihr noch schön Beleuchtung, Besonnung. Arbeitet ihr auch mit Führanlage oder? Genau, also wir haben das, da lege ich schon eigentlich großen Wert drauf, dass meine Pferde, egal welchen Alters, eigentlich so 2 bis 3 Mal am Tag rauskommen. Mhm. Das heißt, Führmaschine, Paddock, Graspaddock, Reiten, Longe, Gelände, eigentlich. Sprich, ja. Die sind froh, wenn es Abend ist und sie endlich schlafen dürfen. Ich hoffe, so ist es nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass wir schon, das ist natürlich, wie gesagt, ist schon auch mit den Hengsten, dass man natürlich da gucken muss. Und ich glaube, das machen wir schon, versuchen wir so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Also die gehen bei uns alle aufs Paddock, da ist keiner von den Hengsten dabei, der eben nicht raus darf. Da ist keiner dabei, der nicht in die Maschine geht jetzt von meinen Pferden oder eben nicht ins Gelände geht. Das versuche ich so ganz, ja, die sollen alle alles machen dürfen und ja. Und das Schöne ist, du kannst das hier ja auch machen, du hast die Möglichkeiten und ich würde sagen, da gehen wir noch einmal raus und lassen mal unseren Blick noch über die Möglichkeiten schweifen. Lena, jetzt könnte ich mir schon ein bisschen vorstellen, 2 Stühle, Tässchen Kaffee, schön hier in Ruhe, gut. Das wollen wir jetzt alles nicht, aber es ist wirklich ein Sonnenplatz heute sowieso. Erzähl uns ganz kurz. Wir haben hier den totalen Blick über alles. Was sehen wir? Ja, im Prinzip, da ist der Stall, Führmaschine, Longierhalle, Abreiteplatz fürs Turnier. Das ist das einzige Viereck im Prinzip 2060, was wir haben. Alles andere müssen wir uns dann, die große Halle, müssen wir uns dann immer stecken, sage ich mal. Abreiteplatz fürs Turnier. Dann geht es weiter, Prüfungsviereck, großes Prüfungsviereck, wo die Hauptprüfungen sind vom Dressurturnier. Hinten der Geländeplatz, wo ich immer galoppieren gehe. Hinter den Pappeln, ne? Genau, sind das Pappeln? Genau, ich glaube ja. Also ich bin jetzt kein... Voll die Baumfachmänner hier unterwegs. Und dann das Springstadion. Und eine schöne Kleinigkeit hast du, glaube ich, ausgelassen. Was ist denn das da hinten noch für ein Stallbereich? Ja, Schande über mein Haupt, das ist das Rentnerparadies, was wir schon mal angesprochen hatten. Da stehen... Ach, das sind ein paar. Ja, das sind ein paar. Aber es ist ein Paradies, darum hat es den Namen. Also alle mit eigenem Paddock und auch 2 eigene Pfleger, die dann jeden Tag putzen. Und also eigenes Servicepersonal. Es könnte unseren Rentner definitiv schlechter gehen. Also ich würde mal sagen, nicht nur denen, die ja auch. Das ist ja wirklich vom Allerfeinsten. Ein bisschen Neid auf meiner Seite, aber sehr schön. Vielen Dank für diesen Rundgang. Und den erwähnten Geländeparcours, da nehmen wir dich nachher noch mit hin. Dann los.